Hi Leute und herzlich willkommen zu Tag 1 der Sims 3 Doomsday Challenge. Ja, es ist der vorletzte Tag. Tag 0 wird der letzte sein. Die ganzen Leute hier stehen gerade auf. Eigentlich hätten sie theoretisch länger schlafen können, aber ich wollte eigentlich, dass sie nochmal trainieren. Aber die sind ja hier, obwohl, dann brauchst du das ja nicht zu machen. Stopp, du kannst jetzt noch 7 Minuten hier warten. Geh mal hier hin gerade. Und jetzt würde ich sagen, kannst du mal hier schneller Sprint bitte schön trainieren und danach baden gehen. Und ich würde sagen, du bist eigentlich auch fertig. Das heißt, wenn du hier geerntet hast, dann sollten wir mit dir unbedingt auch nochmal trainieren. Und zwar auch schneller Sprint. Wenn du den Baum abgeerntet hast, machen wir das einfach mal. Du bist noch 16 Minuten. Oh, das ist blöd jetzt. Dann werden wir mit dir aber heute erst am Abend nochmal trainieren. Weil jetzt den ganzen Tag mit dir dann zu stinken, wäre auch doof. Du möchtest die Logikfähigkeit lernen. Deshalb würde ich sagen, werden wir mit dir einfach mal ein bisschen Schach üben. Und du kannst jetzt hier dann, wenn du hier fertig mit Ernten bist, bitte schön jetzt schneller Sprint trainieren. Dann gehst du danach duschen. Du hast schon geduscht jetzt, genau. Du bist schlecht gelaunt, weil du Rückenschmerzen hast. Und ich würde sagen, wenn du hier mit Baden fertig bist, dann gehst du einfach hier Schach mitspielen. Dann werdet ihr beide hier die Logikfähigkeit lernen. Und da muss ich doch gerade mal schon mal hier ein Foto machen. Einfach nur, weil wir jetzt endlich diesen verfluchten Schachtisch haben. Es wäre eigentlich ganz schön, wenn ich mir hier, wenn du nicht so komisch... Ah, jetzt. Nein, nein, nein. Komm schon. Wenn du nicht so über den Schachtisch gebeugt wärst, sondern auch mal woanders hingucken könntest, ehrlich gesagt. Hallo? Kannst du das jetzt mal machen hier? Oder, Ah, ja. Okay. Ja, das dürfte jetzt an Fotos reichen. Das ist sehr gut. Dann haben wir zumindest schon mal einen Teil erledigt. Und wenn du hier fertig bist mit Trainieren und Duschen, dann würde ich sagen, gehst du hier mal ernten. Du wolltest, ach so, du wolltest eigentlich auch noch den Garten pflegen. Stimmt, I remember. Gärtnern. Dann wirst du einfach, nachdem du hier ein bisschen Schach gespielt hast, hier mal alle vertrockneten Pflanzen. Oh, was war das denn für ein Baum hier? Ach, der Pfirsichbaum ist jetzt tot. Okay, dann werden wir hier schnell das Unkraut jäten. Und du wirst dann mal hier alle vertrockneten Pflanzen wegwerfen. Wir haben hier übrigens auch ein Wunderblatt bekommen. Da bin ich sehr gespannt mal drauf. Wir hätten vielleicht zuerst aufs Klo gehen sollen, ne? Naja. Ernten und dann alle vertrockneten Pflanzen wegwerfen. So. Ich gehe mal hier wieder weg, weil dieser Gesang ist grauenvoll. Und dann müssen wir eigentlich auch hier mal noch so ein paar Sachen einsammeln hier. Warum will das gerade nicht so richtig gut laufen, das Spiel? Das ist ein bisschen doof. Unser Grundstück ist eigentlich recht klein, fällt mir gerade auf. Haben wir hier noch... Meine Güte, was ist jetzt gerade los? Post nehmen. Das können wir mal auch noch machen hier mit dir. Und ich würde sagen, ich mache mal das hier auf schneller, denn es ist jetzt nicht ganz so spannend, dir beim Duschen und Pinkeln zuzusehen. Und jetzt machst du hier die Gartenarbeit noch fertig. Das ist super. Und dann würde ich eigentlich ganz gerne, wenn du hier mit dem ganzen Kram fertig bist, dass du dann mal hier das Feuer anzündest. Und dann möchte ich gerne mal schauen, was passiert, wenn du das Wunderblatt... Ach so, wir können... Du brauchst das Feuer nicht so anzünden. Ich will einfach mal das Wunderblatt so essen. Ich glaube, das Wunderblatt entfernt alle... also bringt das eigentlich gar nichts, wenn wir das hier gerade machen. Oh, was ist das? Noch ein Tomatenstrauch, der gestorben ist. Weil das Wunderblatt, das entfernt, glaube ich, alle negativen Moodlets, was die Kräuter angeht. Ich würde es mal trotzdem ausprobieren. Aber dann nimm vielleicht, hier gibt es ja einmal, ja genau, dann nimm das hier. Ein mittelgroßes Gemälde. Nö. Danke, das wird sowieso nicht gehen. Deshalb, ja, lass das mal. Und dann, wenn du das Wunderblatt so gegessen hast, würde ich sagen, werden wir hier mal
das Feuer anzünden. Obwohl, wir können auch das Wunderblatt da ja reinwerfen. Deshalb sollte das ja eigentlich auch gehen. Und dann wirst du jetzt mal die ganzen Samen einsammeln. Und dann, wenn du die Post genommen hast, ich glaube, dann müssten wir auch das Buch bekommen. Neue Informationen über das T12-Virus, das haben wir schon gelesen, nämlich genau. Hier bekommen wir jetzt gerade den Scheinwerferpilz, der ist jetzt nicht ganz so bedeutend, aber dann würde ich sagen, wenn du das Feuer angemacht hast, dann setzen wir uns mal rein und hier sitzen. Das kann ja eigentlich nicht schaden. Ach so, dann erst bestimmt, mach erstmal das Feuer an. Ich möchte ja ganz gerne, oh Gott. Was ist denn jetzt gerade hier los mit diesem blöden Spiel? Ich möchte ganz gerne hier erstmal ein Kraut verbrennen und zwar das leckere Wunderblatt. Mal sehen, was jetzt passiert hier. Was ist denn das? Wunderblatt. Henna ist in Lernstimmung. Es nützt viel, wenn man ein bisschen lernt und im Unterricht gut aufpasst. Ah, das ist also vor allem für die Uni gut. Ja gut, dann würde ich sagen, werden wir uns aber einfach mal etwas rösten. Wir können uns ja mal hier eine Brombeere und eine Cashewnuss, aber ich will ganz gerne nicht die beste Cashewnuss. Ach, Brombeere und einen Pfirsich. Brombeere und Pfirsich röstest du dir jetzt mal. Und dann würde ich sagen, liest du hier mal Zombie Apokalypse 1. Und danach machen wir hier, da sind wir ja noch nicht mit den Wandgemälden fertig geworden, machen wir das hier fortfahren und das hier beginnen wir. Und ich glaube, hier waren ja auch noch welche, genau. Die machen wir dann einfach auch. Die ganzen Wandgemälde hier, dass wir auf jeden Fall mit dir gut zu tun haben. Du könntest jetzt auch langsam Hunger bekommen hier, ne? Ja, ich würde mal sagen, du gehst mal eben aufs Klo und danach röstest du dir auch etwas und zwar eine Tomate. Und du hörst mal auf, sondern gehst erstmal Unkraut jäten. Und was möchtest du hier? Die Schriftstellerin-Karriere? Nein, werden wir immer noch nicht einschlagen. Und du könntest jetzt vielleicht einfach mal kurz hier hingehen. Was haben wir denn hier noch? Einen Chemielabortisch kaufen? Nein. Mit Caroline Jam? Nein. Es wäre jetzt ganz schön, Caroline... Oh Gott. Dieses Spiel ist so ruckelig. Wenn du hier aufs Klo gehen könntest, genau. Und dann wirst du dir hier auch etwas rösten und zwar die Tomate auch. Ja, genau. Dann hört sich das echt cool an, dieses Flimmern. Ich glaube, ich will mal wieder wissen, ob der imaginäre Freund hier, ich packe den aber natürlich wieder drinnen aus, weil sonst verschwindet der einfach wieder. Wenn der jetzt zu uns kommen wird hier, ob der dann, hallo, kannst du mal aufhören hier? Ob der dann sich wieder übergibt, da bin ich mal gespannt. Das wäre sehr lustig. Jetzt latscht er hier in seinem langsamsten... Na los, Veronica, geh schon durch. Bitte. Danke. So, und wenn du hier fertig bist, dann darfst du mal hier das Unkraut jäten. Das wolltest du ja hier gärtnern, ne? Und du bist jetzt hier langsam auf dem Weg zum Wunderblatt. Wird dir wieder schlecht? Bitte lass dich schlecht werden. Ja, ihm wird wieder schlecht. Das heißt, er wird nachher kotzen. Ich will nämlich mal unbedingt wissen, wie das dann aussieht, wenn er dann weg ist und er sich dann übergibt. So, ich würde aber sagen, wir machen mit dir hier, wir werden für mich sauber machen. Romantisch. Hier, ich werde jetzt einfach mal mit ihm flirten. Ich will wissen, ob das jetzt geht. Ja, und die gute Veronica hat natürlich mal wieder ihr Ding angezündet, ihre Tomate. Natürlich geht's nicht, ne? War ja klar, ne? Oh Mann, das ist doch doof. Kompliment über Aussehen machen. Machen wir das mal? Können wir ihm Blumen schenken? Koketter Witz. Wie sieht's damit aus? Okay, das wird definitiv nicht funktionieren, aber irgendwie ist das merkwürdig. Ach, wir können es ja einfach mal ausprobieren, Baby machen. Warum nicht, ne? Oh! Okay. Sag bloß, das funktioniert jetzt. Okay. Hä?
Ich bin erstaunt. Funktioniert das jetzt tatsächlich? Oder weigert der sich hier gleich? Da muss ich natürlich ein Foto von machen. Oh mein Gott! Bitte lass es funktionieren! Komm schon! Oh, ich finde ihre gestreiften Socken so süß. Geht das jetzt? Ich meine, sie haben sich schon geküsst. Können wir jetzt nicht mehr hier Baby machen? Nein, bleib hier! Baby machen! Warum geht das denn nicht? Was machst du denn jetzt hier? Knuddeln. Kann ich den nicht herbeirufen oder so? Nee, ich möchte gerne knuddeln. Ja, bleib hier und dann lass uns Baby machen. Ich will es ausprobieren, ob das geht. Oh, hier haben wir auch noch ein Buch. Hallo? Oh, jetzt kotzt er gleich, ne? Kann das sein? Hallo? Übergibst du dich jetzt oder bleibst du hier einfach nur stehen und nichts passiert? Weil dann habe ich was Besseres zu tun den ganzen Tag. Können wir ihn nicht hier freundlich einladen zu nach Tag fragen? Oh ja, jetzt will ich sehen, wie das aussieht, wenn er irgendwo hinkotzt. Und zwar, wenn er unsichtbar ist. Wenn irgendwo plötzlich... Wo rennt er denn jetzt hin? Oh nein, jetzt habe ich es schon wieder verpasst. Och Mann. Naja, kommt er jetzt bitte hier hin, knuddeln? Ich will jetzt mit dir hier versuchen, ein Baby zu machen. Dann, ja genau, knuddeln und dann Baby machen. So, Baby machen. Warum geht das nicht? Ich will, dass jetzt das hier funktioniert. Ach so, du bist ja schon fertig mit allem, ne? Dann würde ich sagen, kannst du doch einfach mal Kissenschlacht mit Caroline, das können wir nachher machen. Du spielst einfach mal noch ein bisschen Gitarre gerade und du bist gar nicht ermüdet? Hast du irgendwann einfach aufgehört mit dem Trainieren oder ist das schon vorbei? Sind die 8 Stunden schon rum? Ja, das könnte sogar hinkommen. Ich meine, wir sind um 6 Uhr aufgestanden. Hallo? Ota. Ashalom. Funktioniert das? Das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Funktioniert das risikoreiche Techtelmechtel auch nicht? Funktioniert das Knuddeln? Komm schon her, Junge. Alles klar. Ich drück mir auch immer auf meine Antenne. Hallo? Och Mann. Techtelmechtel, das geht nicht. Och, das ist doch doof. Das ärgert mich jetzt. Können wir hier ihn mal nach seinem Tag fragen? Kommt er dann aufs Bett, oder? Nee, die unterhalten sich so. Ach, das ist doof, Mano. Aber dann können wir doch zusammen Schach spielen mit Stefan, ne? Das können wir zumindest mal machen. Ist gut jetzt, kannst vom Bett aufstehen, dann könnt ihr wenigstens hier zusammen Schach spielen. Schade, ich dachte, das funktioniert vielleicht. Oh Mann, das wäre so cool gewesen. Naja... Dann halt leider nicht. Du spielst hier Gitarre, du bist hier am Sprayen, dann werde ich das mal hier schneller machen. Ist ganz merkwürdig, wenn ein Verrückter einfach irgendwie, wenn hier, mir fällt gerade auf, es regnet. Okay. Was haben wir denn hier? Ist das nicht ein Meisterwerk oder so? Urbanes Kunstwerk. Ach nee, schade. Wir sollten uns auch mal irgendwann demnächst dann abkühlen gehen. Vielleicht sollten wir nur noch dieses... Wandgemälde sprühen, wie viele müssen wir denn noch das, genau, wenn, dann sind wir sowieso fertig, dann können wir das abkühlen, hinzufügen und uns dann hier irgendwie hier hinsetzen und ja, was können wir denn noch machen hier? Insgesamt 20 Bücher lesen, so viele schaffen wir glaube ich nicht. Ah, aber mir fällt gerade ein, ich wollte ja noch mit ihr hier ein Buch schreiben, auch wenn wir das nicht mehr schaffen werden, will ich mal hier ein Sachbuch beginnen, denn vor einigen Parts habe ich den Vorschlag bekommen, dass ich doch ein Survival Guide schreiben soll und das ist natürlich eine gute Idee. Dann kann das die gute Veronica mal machen hier. Burgen mehr als bloß Zinnen. Nein, wir werden machen, so überlebst du. Aber davor Survival Guide. Survival
Guide. So überlebst du. Survival Guide. Okay, das ist richtig geschrieben. So überlebt. Ich glaube, ich habe so überlebst du geschrieben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Level 6 der Schreibenfähigkeit erreichen. Vielleicht schaffen wir das noch irgendwann. Vielleicht auch nicht. Ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache, ach so, stimmt. Ich habe ja die früher aus dem Bett geschickt. Dann kannst du doch hier eigentlich mal erstmal kurz hier... du machst mal ein Nickerchen, ne? Du machst ein Nickerchen. Ich würde auch sagen, wir gehen heute nicht mit Caroline stehlen, weil wir haben unseren Schachtisch. Jetzt sind wir glücklich. Und du machst auch mal ein Nickerchen. Und deshalb... Oh nein, ich komme nicht an das Feuer heran. Hoffentlich geht es von alleine aus. Da ist ein Feuer. Wo ist denn da ein Feuer? Oh. Die Lampe brennt. Alles klar. Hä, du kommst doch an das Feuer dran oder bist du blöd? Okay. Kommen hier gerade irgendwie x-tausend Leute? Was ist denn das eigentlich für ein Haus? Wer wohnt denn hier? Timbly. Ach ja, komm. Interessant, gut zu wissen, dass es hier Feuer gibt, die von alleine ausbrechen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die, die Welt so laggt, weil... so, was machst du? Ah ja, du könntest hier auch schon mal schlafen gehen einfach. Nickerchen machen und dann ein Buch über Logik kaufen können wir leider nicht. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das Spiel so insgesamt laggt, weil das eben auf allen Grundstücken passieren kann, dass es brennt. Und noch viele andere Dinge. Und das ist natürlich dann etwas Rechnerleistung, die eigentlich nicht unbedingt nötig wäre. Aber naja. So, ihr werdet jetzt hier schlafen. Dann packe ich dich, glaube ich, ganz schnell wieder zurück ins Inventar, weil Techtelmechteln mit dir können wir nicht. Also bringst du uns jetzt hier nicht ganz so viel. Wir müssten eigentlich mal schauen, ob wir es schaffen, hier demnächst, vielleicht in der nächsten Challenge. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich die zweite Folge, die zweite... nicht Folge, sondern die zweite, den zweiten Part der Doomsday Challenge spielen soll, weil das sehr, 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 wirklich sehr kompliziert ist. Ihr könnt euch ja mal die Regeln durchlesen. Also vor allem das Blöde ist, spielt man nicht mehr als diese Person, sondern man spielt als Chef einer Klinik und da kommen halt die Leute rein, die gerettet wurden. Ich würde dann natürlich alle drei hintereinander reinpacken und man muss die kennenlernen. Man darf die Merkmale von den Sims nicht kennen. Aber das Problem ist, ich kenne die Merkmale von denen ja schon. Das heißt, das ist eigentlich dann so ein bisschen wie Cheaten. Deshalb bin ich am Überlegen, ob ich einfach den dritten Teil spiele. Ich glaube, das ist dann der Teil, der dann, wo die dann alle in der Kolonie sind und die sind halt alle durchgekommen, weil das wäre doof, wenn keiner von denen oder nur zwei durchkommen und Caroline dann zurückgeschickt werden würde und sterben müsste. Das fände ich sehr doof. So, du schreibst hier an deinem, warte, jetzt will ich doch nochmal gucken hier. So überlebst du. Ja, natürlich habe ich einen Rechtschreibfehler drin, das war ja klar. Du bist hier auch gleich fertig, dann gehst du doch einfach mal nochmal hier aufs Klo. Wolltest du nicht noch, du wolltest hier noch Sachen upgraden. Hier, dann kannst du doch mal hier das upgraden. Achso, und du kannst einfach mal, wenn du auf dem Klo warst, hier noch das Wandgemälde und das Wandgemälde weiter sprühen oder anfangen überhaupt erstmal. Und dann, was können wir mit dir sonst noch machen? Du könntest eigentlich auch dann noch ein bisschen Schach spielen oder Schach üben. Ist mir eigentlich wurscht. Und dann würde ich dann auch demnächst den Part beenden. Ich denke, die werden dann so um 12 vielleicht ins Bett gehen. Das wäre eigentlich eine ganz gute Zeit hier. Du upgradest das hier noch schön. Fertig wird das wahrscheinlich nicht mehr, aber naja. Oh Mann, das ist blöd mit dem Rechtschreibfehler. So überlebst du. Das klingt doof. Aber gut, dann würde ich sagen... Warum ist jetzt der Ton weg? Ah, jetzt kommt er wieder. Alles klar. Das Spiel ist auch kaum kompliziert, kaputt oder sonst wie. Ja, ich würde sagen, du gehst dann doch nicht mehr an den Schachtisch, sondern machst das noch fertig und dann gehst du schlafen hier. Du gehst dann noch aufs Klo. Gehst aufs Klo und gehst dann schlafen. Und du solltest eigentlich am besten auch noch aufs Klo gehen. Das machst du mal jetzt dann, aufs Klo gehen.
Und dann gehst du einfach auch schon schlafen. Dann wachen die nämlich schön früh auf. Dann können wir morgen nochmal schön mit denen trainieren nach dem Aufstehen am letzten Tag. Oh, das fällt mir ein. Wie weit ist deine Athletikfähigkeit? Dann sollten wir mit dir eigentlich unbedingt nochmal hier trainieren gehen. Und zwar schneller Sprint und zwar so schnell wie möglich, denn ja, jetzt ist das Klo kaputt, das war ja klar. Denn wenn wir es schaffen könnten, noch bis zu Level 8 geschicklich Athletik hochzukommen, dann wäre das sehr gut, weil wir ja morgen am letzten Tag nochmal einen Virus-Check rollen müssen. Bei dir, wie sieht's hier aus? Na, das werden wir auf jeden Fall nicht schaffen. Bei dir, das werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen. Dann stinkst du zwar, aber das ist dann eigentlich auch egal, ne? Du bist dann hier bis zur Ermüdung trainieren, 6.30 Uhr? Nee, niemals. Du bist doch super schnell dann müde. Aber ich glaube, Henna kann auch eigentlich gleich einschlafen, weil die ist ja eine Schlafmütze und das ist ja gar nicht so schlecht. Obwohl du eigentlich auch noch irgendwas essen könntest oder so. Na gut, du gehst mal hungrig ins Bett. Okay, du trainierst hier einfach noch weiter. Kannst du das mal bitte lassen? Du trainierst hier jetzt noch weiter? Die ist doch sowieso eine Schlafmütze. Oder wacht die jetzt gleich davon auf? Nö, geht doch. Hä? Ich verstehe es nicht. Warum hast du das denn jetzt ausgemacht? Das war ja mies. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Du musst jetzt gehen. Du musst jetzt aufhören zu trainieren, meinte ich natürlich. Ach so, und dann natürlich schneller Sprint hier. Das wollte ich. Da sind wir ratzfatz durch. Dann würde ich sagen, gönnst du dir einfach noch schnell hier... Oh, aber keine ausgezeichnete Tomate, oder? Oder haben wir nur noch ausgezeichnete Tomaten? Ich glaube, das war's, ne? Ja gut, dann gönnst du dir halt die ausgezeichnete Tomate einfach so. Und dann gehst du hier schlafen. Und dann würde ich auch sagen, werde ich dir hier noch ein paar Äpfel ins Inventar packen. 1, 2 und 3. Das wollte ich nicht so. Genau, dann können wir die ganzen Teddybären verkaufen, denn die brauchen wir definitiv nicht. Und du gehst jetzt schlafen. Du solltest jetzt dann hier auch gleich mal aufs Klo gehen und dir dann vielleicht auch noch irgendwie was Kleines zum Naschen holen hier. Genau, du isst einfach mal die Tomate und dann gehst du auch schlafen. So, und dann werde ich jetzt den Part hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich finde es so schade, dass wir es nicht geschafft haben, Caroline mit dem imaginären Freund ein Baby machen zu lassen. Das ist super blöd. Naja, ich hoffe natürlich, dass sie dann irgendwann einen... Ach so, das Klo war ja kaputt. Ups. Nein, stopp, hör auf, das Waschbecken zu benutzen. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt hier den Part beenden und wir sehen uns dann in einem neuen Video. Tschüss!